Liebe Leute, ich habe so vieles oder einiges gelesen und da will ich jetzt einfach mal zurückkommen. Es geht darum, viele Leute sagen, Pascal hat nur eine Woche, zwei oder drei oder sogar 4 Wochen gearbeitet und danach war er direkt arbeitslos. Nein, liebe Leute, war ich nicht, sondern ich habe 3 Monate in dieser Arbeit gearbeitet, in der Leihfirma. Und dann hat mich der Chef, wo mich nicht gekündigt hat, sondern der andere Chef für die Firma, wo ich ja gearbeitet habe, über die Leihfirma, hat gesagt, Pascal, dir geht's nicht gut und es ging anderen Leuten auch nicht gut. Also irgendwie so ein Krippeninfekt ist in der Arbeit rumgegangen. So. Und da wurden mehrere Leute an den Tag nach Hause geschickt, dass man sich ausruht und so weiter und so fort. Ja. Am gleichen Abend kriege ich dann auf Deutsch gesagt einen Anruf, wo ich dann aus der Arbeit rausgeschmissen worden bin, also gekündigt worden bin. Und ich frage mich einfach nur so, ich habe mich jeden Tag gut angestellt, ich habe jeden Tag gute Leistung gebracht und trotzdem werde ich einfach heute auf morgen rausgeschmissen. Und dann sagen die Leute, Pascal ist arbeitsfaul, Pascal macht eh nur krank. Liebe Leute, mir hat die Arbeit so Spaß gemacht. Aber der Chef hat mich erkannt und hat mich direkt rausgeschmissen. So war das.